schön, dass ihr einschaltet. Es geht wieder weiter bei Persona 3 Reload. Hier jetzt mit Folge 17, glaube ich schon. Also wir sind schon recht weit. Ja, wir hatten das letzte Mal eben diesen großen Story-Part. Wir hatten diese zwei großen Schatten zu bekämpfen. Hat ziemlich lange gedauert. Ich musste einiges wegcutten. Und wir haben danach gesehen, dass irgendwie Junpei jetzt irgendwie ultra pissed ist. Wir wissen noch nicht genau warum. Also, komisch, wie der wieder reagiert. Und wir haben die Antagonisten, diese drei Leute gesehen, die auch sich in der Dark Hour aufhalten können. Und die haben von irgendeinem Freund gesprochen. Ich denke mal, das ist der wahre Razi oder was auch immer im Hintergrund. Eigentlich wissen wir noch ziemlich wenig. Auch was damals vor 10 Jahren passiert ist mit dieser Kirio Group. Und da sind schon irgendwelche Schüler verschwunden. Ich hoffe, naja, wahrscheinlich nicht in dieser Folge, aber dass wir bald irgendwann mal irgendwas dazu erfahren. Ja, bringen wir die Zeit ein bisschen voran. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen vorankommen, Leute. Ja, los geht's. Die hat neue Aufträge für uns. Und wir kriegen noch Zwielichtfragmente, okay. Lass mal die Aufträge sehen. Oh, das haben wir schon geschafft. Na dann, kriegen wir nochmal Angriffsspiegel, okay. So, so wie es aussieht, können wir uns eigentlich nur so wirklich mit ihm hier treffen. Er erzählt viel über Panto. Ich weiß ja nicht, was diese Treffen bewirken soll. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, frisst er zu viel, kriegt irgendwelche Magenschwierigkeiten. Moment, passiert endlich hier mal was? Der kriegt doch von allem Hunger. Jetzt gibt es wieder einen Notfall mit seinem Bauch. Es ist irgendwie ein ganz komischer Typ, ey. Fühlst du dich nicht gut? Nö, alles in Ordnung, keine Sorge. War schon klar, dass ich ihn nicht auf Essen ansprechen darf. Unsere Beziehung hat sich vertieft. Ja, schön. Und Stufe 4 jetzt, ja? Okay. Nächsten Montag gehen die Abschlussprüfungen los. Ja, ich weiß. Wir sollen viel lernen. Sollen wir wieder gemeinsam lernen? Ja, wir können wieder gemeinsam lernen. Das ist gut, weil ich will mein Wissen steigern. Also machen wir das. Komm, auf geht's. Mach zwischen den Übungen ein Workout. Das bringt den Kreislauf und das Gehirn in Schwung. Klar, kommt das so. Sowas muss von ihm kommen. Ja, das stimmt wohl eher. Man sollte sich auf den Stoff konzentrieren, der am ehesten drankommt. Sehr schön. Zwei Pünktchen gibt's. Steigen wir auf. Nein! Schade. Oh, der Typ wieder mit dem Magiezeugs. Okay. Okay. Die Kabbala erwähnt er sogar. Okay, krass. Den Gnostizismus. Okay. Interessante Themen, muss ich sagen. Wie hieß der esoterische Lehre der jüdischen Texte? Der Kabbala, das weiß doch jedes Kind. Hallo? Okay. Ja, das gibt jetzt wieder einen Schampunkt. Tja, schon wieder Schampunkt. Ich hätte gerne einen Wissenspunkt, ehrlich gesagt. Wir können eigentlich wieder mit ihm abhängen. Wir haben sonst nichts zu tun, ehrlich gesagt. Also, dann los geht's. Aha, da kommt wieder dieser Mann. Okay, das wird interessant. Wer ist dieser Mann? Also, er mag ihn nicht, offensichtlich, wegen seiner schrillen Stimme. Was ist denn los? Mein Sohn hat dir das Geld gegeben, mit dem er seine Nachhilfe bezahlen sollte. Ich wäre dir verboten, wenn du es mir zurückgibst. Darum geht's. Hier liegen nicht alle Informationen vor. Aha, okay. Dein Sohn sagt, er hasst die Nachhilfe, deswegen hat er sich alleine im Park versteckt. Ich habe ihm einen Gefallen getan. Wenn überhaupt, solltest du mir danken. Ich werde natürlich ihn unterstützen. Wobei es eigentlich Quatsch ist, was er gesagt hat, aber gut. Wir sind sein Bodyguard jetzt, okay. Okay, vertraut uns. Schön. Wir steigen auf. Eine verrückte Story hier. Du kennst doch meinen Sohn, oder? Er ist noch in der Grundschule und hat jetzt schon mehr im Kopf als du. Deine Eltern tun mir leid. Ich würde mich schämen, wenn mein Sohn so tief in der Sekte stecken würde wie du. In der Sekte? Was ist da los? So siehst du das also, ja? Du bist genau wie alle anderen. Du findest, dass ich hätte sterben sollen. Was passiert hier? Du glaubst, dass ich meinen Zwillingsbruder nie das Wasser reichen kann, oder?
Sieh dich besser vor, Kleiner. Wenn du dich noch lange mit dem Typen abgibst, haut der dich auch noch übers Ohr. Wähle deine Freunde mit Bedacht. Wir haben gewonnen, wir haben den Kerl vertrieben. Solange du hier bist, habe ich nichts zu befürchten. Aber ich habe jetzt was zu befürchten. Mal sehen, was da noch dabei rauskommt. Ja. Junpei will nicht mit uns lernen? Junpei ist in seinem Zimmer, aber er antwortet nicht. Er schmollt. Kannst nichts machen, dann gehen wir lernen. Okay, wir kriegen wieder 2 Pünktchen durchs Lernen. Steigen wir jetzt auf? Nein, immer noch nicht. Ah, da ist ja Junpei. Hey, was ist denn los? Die Prüfungen gehen bald los. Hast du schon gelernt? Yep, und du? Ach ja? Geht mich ja nichts an. Hä? Kriegen wir schon wieder eine Frage von dem Typen? Das letzte Mal hatten wir sie nicht richtig. Shido. Mal sehen. Wir werden tatsächlich gefragt. Es gibt die Theorie, dass Tairo no Masakado den Prototypen eines für Schlachten sehr bedeutendes Dings entwickelte. Schlachten sehr wichtige? Alle Samurai brauchten schon bald eins. Was denn? Schwert? Katana? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, es ist das Katana. Gut, endlich wieder richtig. Ich gehe jetzt mal zu denen hier, auch wenn wir uns wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie weiterentwickeln, aber wir können uns nirgendwo weiterentwickeln, deswegen hier, weil da sind wir schon sehr weit und kommen dann ja bald auf 10. Also machen wir das halt kurz, ne? Das bedeutet, jetzt kommt halt so diese automatische, haha, alles nicht schön, also super, haha. Und es ist vorbei. So, jetzt haben wir nochmal eine Besprechung. Ja, die waren deutlich mächtiger, die Schatten. Also, was will er uns denn mitteilen? Aha, jetzt kommt Yukari mit ihrer Recherche. Mal sehen, was jetzt kommt. Oh? Ich weiß, dass das nicht nur mir so geht. In letzter Zeit ist so viel passiert. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich all das nicht wirklich verstehe. Ich will antworten. Also rücke ich einfach damit raus. Du verbirgst doch etwas vor uns, nicht wahr? Senpai? Du gibst vor, nichts über den Dark Hour und den Tartarus zu wissen. Doch beides hängt mit dem Unfall von vor 10 Jahren zusammen, was ich mir eh gedacht habe. Ja, welcher Unfall? Aha, was passiert jetzt hier? In der Nähe unserer Schule gab es eine Explosion mit vielen Toten. Sie weiß Bescheid, ja, und? Okay, keine Schüler sind gestorben, aber es sind einige Schüler verschwunden. Die Schüler waren nicht bloß abwesend, sie brachen zusammen und mussten eingeliefert werden. Deshalb hat dies ein Drum. Ne? Was hat das zu bedeuten? Ja, sie schaut traurig rein, ha? Huh? Ich verlange eine Erklärung. Sag mir die Wahrheit. Ich wollte nie etwas verbergen. Es erschien bloß nie wichtig. Aber? Ist nicht dein Fehler. Was ist denn los? Jetzt rück doch endlich mit der Sprache raus. Okay, erzähl endlich. Die Schatten besitzen mysteriöse Fähigkeiten. Ja. Wir können Zeit und Raum beeinflussen. Wir halten sie für Feinde, doch was, wenn sie uns zum Vorteil dienen könnten? Ist das euer Problem? Die Kiryu Group will sich das zum Vorteil machen? Das ist ja bescheuert, finde ich. Vor 14 Jahren verfolgte ein Mann diesen Gedanken. Der ehemalige Leiter. Ihr Großvater, okay. それを利用して何か途方もないものを作ろうとしていたようだ。途方もないもの。実現のために研究者を集い、シャドウを大量に集めさせた。シャドウを集めた？え、正気かよ。しかし10年前、計画の最終段階で。 Das ist der Unfall mit den vielen Todesopfern. Shadow の力で後には忌まわしい痕跡が残ることになってしまった。それってまさか。そう。影時間とタルタロスだ。
Den Aufzeichnungen zufolge teilte die gesammelte Masse an Schatten sich in mehrere Gewaltige auf, die dann verschwanden. Ach so. Das sind also diese Schatten, auf die wir dann immer treffen. Aha. Wartet mal, wenn das so ist, warum verwandelt unsere Schule sich in den Tartarus? Sag nicht das. Natürlich, das war doch auf dieser Insel und dann wurde die Schule drauf erbaut. Das hat sie wohl nicht gut recherchiert. Es war ein dicht besiedeltes Gebiet, in dem die Kiryu Group das Sagen hatte. Sie konnten nach Belieben walten. Port Island war der perfekte Ort für sie. Ja, genau. Und dann wurde die Schule drauf gebaut. Darum also gibt es den Seas. Wir wurden da hineingezogen, weil die es vermasselt haben. Du hast uns belogen? Und du wusstest auch davon, Sanada-Senpai? Ihr habt uns beide nur benutzt. Oder ist es dir egal, solange du nur kämpfen kannst? Ich habe meine Gründe. Ja, wir wissen immer noch nicht, was da genau passiert ist. Das hat wohl was mit diesem anderen Typ noch zu tun. Es war nie meine Absicht, euch zu täuschen. Ich wollte euch unbedingt davon überzeugen, dem Seas beizutreten. Es mag nicht fair sein, aber nur wer eine Person hat, kann die Schatten besiegen. Nur wir können kämpfen. Ich hatte auch nie eine Wahl. Es war gleichgültig, ob ich diese Kraft besitzen wollte oder nicht. Ich... Schuld tragen nur die Toten. Und ihre Taten haben sie das Leben gekostet. Wir sitzen alle im selben Boot. Keiner von uns verdient die Last, die uns auferlegt wurde. Verstehe nicht, was ihre Motivation ist. Also von Yukari so ein bisschen. Was möchte sie denn erreichen? Ja, okay, sie kennt nicht die ganze Wahrheit, aber du wurdest ja nicht getrickst, oder? Und auch jetzt wird ja offen gesprochen. Ich verstehe nicht ihre Wut. Was, wenn diese 12 großen Schatten die Ursache von all dem sind? Aha. Okay, das ist die Theorie jetzt, huh? Dass wenn wir alle besiegen, dass das verschwindet. Ich meine, so wird es wohl sein, oder? Sonotori. Jetzt beginnt der wahre Kampf. Das habe ich auch schon oft in einem Anime gehört. Unser wahrer Kampf, ja. Wir müssen alle besiegen, klar, oder? Okay, gut. Und Junpei hat wahrscheinlich zu Ende geschmollt, oder? Du bist ja ruhig. Vermutlich wegen deiner unglaublichen Anführerqualitäten, was? Egal, was passiert, du kannst alles alleine regeln, nicht wahr? Ha, ich wünschte, ein Niemand wie ich könnte so sein. Junpei, hörst du überhaupt zu? Über den Tartarus ist nur bekannt, dass er Schatten erzeugt. Davon abgesehen tappen wir alle im Dunkeln. Ah, wen haben wir denn hier? Hast du jetzt bitte endlich... Bitte, Tanaka Boy. Ach komm jetzt, du willst mich um... Der will mich doch um mein Geld bringen, oder? Alter, ey. Sollen wir ihm nochmal 10.000 geben? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn wir es nicht machen, ist es einfach aus. Ich gebe es ihm jetzt. Es nervt so sehr. Bitte. Ey, hallo. Mein dummer kleiner Lehrling. Hast du noch nicht gemerkt, dass du reingelegt wirst? Alles, was ich gesagt habe, war höchst verdächtig. Ja, dachte ich mir eh schon. Dummheit müsste verboten werden. Klar, du hast auch ein paar gute Eigenschaften, aber wenn du so naiv bleibst, nutzen dich alle nur aus. Bleib an meiner Seite, dann zeige ich dir, wie man im Leben gewinnt. So haben wir die Connection zu ihm geschafft. Unglaublich. Okay, hängen wir mal mit ihm ein bisschen ab. Jetzt haben wir einen neuen Social Link, Leute. Bin mal gespannt. Es ist schön, Fans zu haben. Ja, okay. Ich sag mal das hier. Irgendwoher kenne ich dich. Ja, du hast es schon schwer, hä? Der Mann überreicht mir eine Visitenkarte. Präsident und leitender Produzent Tanaka. Ja, ich weiß, Tanaka Boy. Ich bin Tanaka. Ich kann dir keine Zinsen auf deine 40.000 Yen geben, aber zum Ausgleich habe ich ja meine Visitenkarte unterschrieben. Bewahr sie gut auf, in einem Jahr ist sie garantiert eine Menge wert und jetzt muss ich mich verabschieden. What? Vielleicht ist es ja was wert. Dieser unverschämte Bengel, weißt du nicht, dass er es gerade mit einem richtigen Star zu tun hatte? Zeit ist Geld, mein Geld. Ich hätte noch mehr aus dem Bengel rausquetschen sollen. Das ist ja ein ganz schlimmer Geselle. Sollen wir mit ihm sprechen oder ihn ignorieren? Ich werde mal mit ihm sprechen.
toxisch ab! Hast du etwa gerade mein Gemurmel mit angehört? Wenn du weißt, was gut für dich ist, vergisst du das ganz schnell wieder. Ich habe eine mächtige Agentur. Ich muss mein Image wahren. Gott, ist der unangenehm. Oh, ich Dummerchen, jetzt kennst du mein Geheimnis, was? Der ist auch irgendwo gar nicht mehr so ganz sauber in der Birne, oder? Ich leck dir auch die Schuhe sauber, wenn es sein muss. Nein, ist mir egal, hör auf mit dem Scheiß. Was zum Teufel ist falsch mit dem? Jetzt droht er uns wieder. Er scheint sich für mich zu interessieren. Ich habe die Bekanntschaft mit Präsident Tanaka gemacht. Es ist unglaublich. Wir haben einen neuen Social Link. Huh, sieht aus wie der Teufel. Es ist der Teufel, oder? Ja, es ist der Teufel. Natürlich ist es der Teufel. Aha, der Typi und Sanada. So, so. Immer noch am Faulenzen? Was willst du? Falls du es wissen willst, ich will immer noch nicht zurückkehren. Darum bin ich nicht hier. Ich wollte nur gucken, ob es dich noch gibt. Ach ja. Wir kennen uns schon so lange. Unsere erste Begegnung im Waisenhaus ist fast 14 Jahre her. Kleine Info. Du, ich und Miki. Früher ratten wir bis Sonnenuntergang durch die Gegend. Damals hatten wir alle Zeit der Welt. Du hast dich kein bisschen verändert. Diese Rührseligkeit kannst du bei deinen anderen Freunden raushängen lassen. Was war das? Denkst du gut wie nie an früher, sonst willst du immer nur mit dem Kopf durch die Wand. Konntest noch nie irgendwas verheimlichen. Worum geht's hier eigentlich? Selbst ich denke ab und zu an früher. Wie dem auch sei, wir wissen jetzt, wie wir dem Tartarus oder Dagau ein Ende setzen können. Im Ernst? Ja. Bisher wollte ich immer nur noch stärker werden, alles andere stand an zweiter Stelle. Doch gestern stellte jemand den Grund in Frage, warum ich kämpfe. Den Grund, warum du kämpfst? Das ist für jeden anders, doch wer keinen Guten hat, kann immer noch aufhören. So wie ich. Okay, ich glaube, er ist interessiert, weil wir gesagt haben, wir können den Tartarus jetzt zerstören. Wird nicht mehr so lange dauern. Wichtige Gespräche hier, hm? Du bist also nicht bloß eine ausgezeichnete Stütze im Kampf, sondern du kommst auch an Informationen ran. Oh, verzeih, dass ich nicht um Erlaubnis gefragt habe. Ach, das ist kein Problem. Aber ich möchte dich um einen wichtigen Gefallen bitten. Finde so viel wie möglich über den Vorfall vor 10 Jahren heraus. Die Tage des Tartarus und der Dark Hour sind also gezählt. Was ist denn los mit dem Kerl? Genau dafür kämpfen wir, richtig. Was ist los mit dir? Du hast keinen Sinn im Leben, so kommt's mir vor. Das würde ich auch gern wissen. Ich stehe mir selbst im Weg. Ich tue so, als sei Kämpfen meine Pflicht. Dabei ist das einfach alles, wozu ich tauge. Wie ich sage. Im Vergleich mit ihm kann ich echt nicht kämpfen. Ich bin ein Dreck wert. Warum werden meine schlimmsten Befürchtungen nur immer wahr? Bin ich dumm, weil ich so blind vertraut habe? Okay, es war eine Menge Story, aber jetzt machen wir ein bisschen Home-Shopping mit unserem Teufel hier. Was gibt's denn heute wieder als Angebot? Outdoor-Set. Okay, Sicherheitsschuhe. Ja, gib sie mir. Und 2 bei Instant Curry. Her damit. Ja, wir werden jetzt das MMO ein bisschen spielen, auch wenn wir auch nicht aufsteigen können, aber vielleicht dann das nächste Mal. Also machen wir das jetzt mal. Genau, wir sind wieder im Dungeon, da ist Maya, bla bla bla, wir haben gechattet und es wird ein bisschen besser, aber es wird nicht wirklich besser, okay. Mal sehen, ob der Mönch da ist, Leute. Er ist da, geil, auf geht's. Wir steigen jetzt wieder nicht auf, weil wir uns noch nicht so gut kennen, aber es macht nichts. Dadurch wird es trotzdem besser und das nächste Mal. Ja, was möchtest du denn? Wann sind wir uns zum ersten Mal begegnet? Wie die Zeit vergeht? Sag mir, wie lebt es sich mit einer Persona? Es ist erfüllend, mein Freund. Da bin ich aber froh. Das ist wohl der Hauptbösewicht. Wollen wir wetten? Weil diese Stimme haben wir auch gehört, die uns verführerisch ins Ohr flüsterte. Im Hotel.
Es geht um das Ende? Alles begann mit deinem Ereignis vor vielen Jahren. Diese Explosion, ja, vor 10 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Okay, die Story verdichtet sich langsam. Sind deine Eltern nicht vor 10 Jahren gestorben? What? Das ist jetzt auch mal eine krasse Wendung. Eine Persona ist wie ein Spiegel. Das bedeutet, wer eine Persona hat, kann seinem wahren Selbst nie entkommen. Aber was auch passiert, ich bleibe bei dir. Sind wir Freunde? Ich spüre eine schwache Bindung zu Pharos. Ach, wir steigen auch hier auf. Okay, alles klar. Gut, der Tod. Aha, die Prüfungen gehen also ab morgen los. Nicht heute, ich dachte schon ab heute. Okay, alles klar. Und danach kommen die Sommerferien. Das heißt, wir machen... Okay, machen wir die Prüfung jetzt noch. So, treffen wir uns mit Maiko. Da waren wir schon länger nicht mehr. Das macht nichts. Wir verbringen jetzt einfach Zeit mit ihr. Ja, das dachte ich mir schon. Stand ja auch da. Passt schon. Aha, hier ist wieder eine komische Stimmung anscheinend. Was ist denn schon wieder los? Morgen sind Prüfungen. Und jetzt schon wieder so dicke Luft hier. Also die Stimmung ist einfach nur noch grottig hier. Unangenehmes Schweigen. Bald sind Sommerferien, eben. Und die gucken ja wie die Deppen. Ich würde zu gerne an den Strand. Heißer Sand, kühler Wind, Babes im Bikinis. Irgendwo im Süden, wo das Wasser kristallklar ist. Aber ab morgen ist erstmal die Prüfung. Sind sie deswegen alle so drauf? Aha, er kommt. Er hat einen Plan für nächste Woche. Aha, wir machen also Ferien in Yakushima. Ich kenne das jetzt gar nicht. Darauf läuft es wohl hinaus, denke ich mal. Nach den Prüfungen habt ihr alle etwas Zeit, oder? Ich wusste es. Und dann geht's an den Strand. Wir fahren in den Urlaub! Strände und Bikini! Ihr habt alle Großartiges geleistet. Ihr habt euch die Erholung verdient. Denke ich auch, hallo. Aber erstmal die Prüfungen, Leute. Erstmal die Prüfungen. Nix, ich weiß nicht. Alles wird gut. Senpai! Na also. Oh, Moment, hier ist noch was. Aha, sie entschuldigt sich. Das ist gut. Ja, du hast ganz schön überreagiert, finde ich. Tja, nutzen wir die Zeit und lernen mit diesen komischen Typen. Auf geht's, gibt auch noch mal ein paar Pünktchen. So, 2 Pünktchen, 3 Pünktchen sogar bei dem Typen. Krass, das bedeutet... Immer noch kein Aufstieg. Die Frage kommt mir bekannt vor. Wie erhielt die Hexe von Agnesi das erste Wort ihres Namens? Es war doch diese komische Gleichung mit diesem Ding, was ich nicht wusste. Die Form verhexte Sinne? Nee, was war das nochmal? Oh Gott, ich weiß nicht. Nee, das war irgendwas mit der Übersetzung, soweit ich mich erinnere. Ich glaube schon. Oh, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich habe. Ich denke, das ist die richtige Antwort. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Die Frage kommt mir bekannt vor. Wer entwickelte den Prototyp für das Katana? Ach, jetzt andersrum? Wie hieß der Typ nochmal? Was hat er nochmal gesagt? Der war's. Das waren nämlich 3 Namen. Der hier war's. Taira no Masakado, oder wie das Typen heißt. Ja, ja, das stimmt schon, das weiß ich. Die Frage kommt mir bekannt vor, schon wieder. Ja, gut, wir haben auch nicht geschlafen. In dem Satz ist ein Fehler. Um welche Art von Fehler handelt es sich? Was? Komma Splice. Das hatten wir. Das muss es sein. Ja, weil das hatten wir. Genau die Frage hatten wir schon. Jo, was geht? Ist die Prüfung vorbei? Ich glaube schon, oder? Heute sind die letzten Prüfungen, aber das letzte Mal mussten wir da keine Frage mehr beantworten. Schauen wir mal. Wie ist es dir ergangen? Frag lieber nicht. Ich glaube, wir haben fast alles oder alles richtig. Schauen wir mal. Das war's, Baby! Die düsteren Prüfungstage sind endlich zu Ende. Die Sonne lacht. Und wie lief es? Ja, nicht gut, oder? Eine 1 im Sport, okay. Das dürfte meine Frage beantworten. Ich war in letzter Zeit ein Arsch. Ja, das stimmt, Alter. Das tut mir leid. Ja, Gott sei Dank.
Das bin ich von dir gewohnt. Nein, das machen wir nicht, Alter. Mach dir keine Sorgen. Ein neuer Rekrut soll vielleicht kommen. Unser Team bekommt erneut Verstärkung. Ja, das war ja klar. Mal sehen, vielleicht ist es dieser komische Typi. Die Jugend ist was Wunderbares, so voller Leben. Jetzt kommt er. Das ist das neue Mitglied? Dieser Kleine? Das kann ja wohl nicht sein. Aha, er soll im... Okay, weil er ein Weise ist, soll er im Wohnheim leben. Okay. Ist das wirklich so eine gute Idee? Wahrscheinlich hat er auch eine Person, aber wollen wir wetten. Aber natürlich, er besitzt das Potenzial. Sag ich doch. Aber wie ihr seht, ist er noch ein Grundschüler. Da müssen wir erst mal sehen, wie es klappt. Ja, das denke ich mal auch, ne? Ein Grundschüler. Kritisch. Der Antiquitätenladen im Paulowina-Einkaufszentrum. Der Vorsitzende schlug vor, dort mal vorbeizuschauen. Stimmt, der ist doch ab heute offen. Okay, Leute, wir stehen hier vor dem Antiquitätenladen. Aber wir müssen jetzt mal Schluss machen für heute. Deswegen, wir machen das nächste Mal weiter. Und dann beginnen die Sommerferien, und zwar so richtig. Schauen wir mal, was es mit diesem Antiquitätenladen auf sich hat. Werden wir das nächste Mal sehen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Und peace out. We'll be right back.